Hallihallo alle zusammen. Natürlich gerade in dem Moment, wenn ich den Aufnahmeknopf drücke, kommt bei mir ein übles Geräusch aus dem Lautsprecher. Das ist super. Nichtsdestotrotz spielen Patrick und heute mal wieder was zusammen. Patrick und ich heute mal wieder was zusammen. Und zwar haben wir uns das Spiel Call of Duty 5 World at War rausgesucht, weil es da so einen schönen Koop-Modus für die Kampagne gibt. Und also wir hatten gerade schon vorher mal eine Mission getestet, weswegen wir jetzt level-wise so ein bisschen fortgeschritten sind. Es war allerdings wirklich nur eine Mission und ihr habt nichts verpasst. Ja, deswegen starten wir jetzt nochmal von vorne. Ich würde sagen, wir starten die Semper Fi-Mission nochmal, damit wir auch wirklich von vorne anfangen und los geht's. Alles klar. Gut, so, das wird ein Spaß. Richtig geil. Da habe ich mich schon drauf gefreut auf das Let's Play. Ich mich schon richtig drauf gefreut. Ja, wir haben ja eben, wie schon gesagt, ein bisschen gespielt und das war schon ziemlich geil. Also Ja, das im Koop-Mode ist einfach genial. Ja, auf jeden Fall. Das Singleplayer, klar, keine Frage, ist auch geil, aber im Coop ist es ist noch eine ganze Kante geiler. Ja, auf jeden Fall. Private Miller vermisst. So, erstmal eine Kippe. So. In your face, Alter. Also leider sieht man kein Blut hier. Also, Europäische Version, ja. europäische Version. Würde ich auch nie wieder kaufen. Nee, ne? Also ich kaufe nur noch Importe aus England und nichts anderes mehr. Ja, das ist auch eine gute Idee. Bah, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich solche Phantomschmerzen gekriegt. Echt? Mit der Kippe im Auge, das geht gar nicht. Augen sind bei mir sowieso. Bah! Und Kehle, geht auch nicht. Eigentlich geht gar nichts. So, jetzt kommst du. Das ist Stärke. So. Also, ich gehe davon aus, da dieses Spiel ja sowieso eigentlich nicht gedacht ist für, sagen wir mal, unter 16, unter 18, glaube ich, kann ich hier auch getrost Wörter benutzen, die nicht sonderlich geziemlich sind. Ne? Sehe ich ähnlich. Wo hier explodiert Insofern. alles? Ja, So. bum bum bum. Ich habe mir meine schöne Garand wieder geholt und ich glaube, ich hole direkt noch die Arisaki Taki Waki Knarre oder wie die auch immer heißt. Achso, jetzt habe ich immer noch. Boah, ich muss erstmal. Diese Sch Steuerung ist ja manchmal doch ein bisschen verwirrend. Allerdings. Aber nur am Anfang. Das erste Mal, als ich. Wow, Junge! Ich bin tot. Ja. Granatenindikator. Oh, Ich habe noch gedacht, mal. die Granate ist noch weit genug weg, aber sie war leider doch mal in der Nähe. Ja, das passiert mir auch häufiger. Boah, die Waffe ist so unglaublich genau. Der war schon tot. Okay. Oh, du kleiner Bastard, hast dich da oben aber super versteckt, wa? So, jetzt nicht mehr. So, wir spielen das Ganze übrigens auf normaler Schwierigkeit. Erstmal so zum Wiedereinkommen. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch ein paar Videos, wo wir dann ein bisschen härter abgehen. Ja, erstmal muss man wieder rankommen, das ist echt schon so lange her, wo ich das jetzt mal Call of Duty gespielt Ja, habe. auf jeden Fall. Aber ich glaube, mein Sound ist schon wieder umgestellt. Das geht gar nicht. Ich glaube, das ist zu laut. Ja, ich habe bei mir richtig leise gemacht. Ja. Ich muss mal kurz hier stehen bleiben, kurz raus alt-tabben. Ich hoffe nur, dass mein Rechner jetzt nicht abschmiert. Und dann mal kurz den Sound runterdrehen. Verbindung unterbrochen. Nein, scheiße. Kabel wieder einstecken. Ja, du bist auch so ein Kabel. Ah, shit. Ich mach nichts und man erschießt die ganze Zeit von alleine. Total So, witzig. jetzt müsste es wieder gehen, oder? Ja. Super, perfekt. Gerade alles verschwommen auf einmal. Ah, verschwommen heißt, es hat geleckt. Das ist auch witzig. Okay, bei mir hat es dann jetzt auch gerade die Aufnahme zerschossen. Shit. Muss man neu Na, starten, die egal. Aufnahme? Nee, Quatsch. Lass gut sein. Den ersten Teil habe ich ja aufgenommen, bis ich raus alt getappt habe. Dann hat es mir was zerschossen. So, jetzt ist das Ganze hier auch wieder verständlich. Man hört einen Patrick wieder. Ist ja doch
so eine Sache, die bei einem Let's Play eigentlich ziemlich wichtig ist. Quatsch, Zumindest bei einem Sportler. Let's Play Together. Hauptsache man sieht, dass der andere schießt. Hoppla. Da habe ich so ein bisschen unseren eigenen Mann getroffen. Ja, ich habe hier schon so viel Kugeln verpasst, den Typen da. Ja, die verrecken aber auch nicht, ne? Nee, da kannst du echt ganz das Magazin drauf kloppen. Die sagen aber, Hoppla, schon aua, wieder rein in Sullivan. Habe ich schon wieder erwischt. Oh Mann. So, der ist schon tot, auf den brauche ich nicht mehr ballern. Aber der da hinten noch nicht. ha, zurückgeworfen. Ist voll cool, das, und du hörst dann auch, wenn du irgendwie einen Kopfschuss gemacht hast oder Volltreffer, wenn dann immer so dieses Dadadadan kommt. Oh, hoppla, das war auch schon wieder einer von uns. Macht nichts. Macht nix. Ja, hallo, der Patrick. Na, kleine Bitch. Komm nicht her. Ich habe gar keine Handfeuerwaffe mehr, Mann. Nur noch Gewehr. Ich kann dich gar nicht anschießen. Ja, ist doch super. Ach, verdammt, ich auch nicht. Ah, die kleinen Japaner, wie sie hier überall ihre Fallen reinlegen und so. Das ist schon echt fies. Puh! Wolltest du mir gerade ein Messer in den Nacken hauen? Auf die Schnauze. Hier lag irgendwo Aufs Thompson Maul, vor uns rum. Ja, wo ist sie? ähm, Hinter dir hier. her. Ja, Hier ist da. sie. Sehr schön. Aki, Waki, Saki, Bayonett. Das ist natürlich auch cool. Warte, wie heißt die? Arisaki? Ayazaki oder sowas? Arisaka heißt die. Arisaka. So, 50 Schuss. Perfekt. So, ich bin voll. Also, dann rennen wir mal kurz zum nächsten Schauplatz. Ja, ich beeile mich ja schon. Schreibe mich nicht so Der an. stresst denn hier rum, Ey, ey. furchtbar. Als hätte er zu Ja. viel Kaffee gesoffen. Sag mal kurz den Scheinwerfer ausschalten. Perfekt. Guck mal, fett eine Granate rein. Ach, das sind zwei. Ja, Granaten sind schon. Wow. Oh, scheiße. Nein! Nein. Fuck! Die kam aber jetzt schnell zurückgeflogen und leckt Ja, mich die am kam Eimer. angeflogen. Ich wollte gerade zurückwerfen. Bumm! Das war wahrscheinlich eine von denen, die ich geworfen habe. Ah, Drecksa. Direkt nochmal. So. Scheinwerfer aus. Jetzt aber. Das ist, der ist weg. Geil, ich muss nur Granaten die ganze Zeit. Ja, muss nur aufpassen, nicht, dass sie wieder zurückgeflogen kommen. So. Komm her, du kleine Bitch. Und du auch, bam. Maschinengewehr gehört mir, ihr Wichser. Kratzt alle ab. Sollte noch irgendwo einer? Da hinten, das sind unsere. Ja, Ballerspiele machen durchaus nicht wirklich aggressiv, ne? Nein, nein, Auch nein, nein, nein. Oh, wenn man Scheiße. meinen könnte. Okay. Ich komm schon. Der Ich stand an dem Reviving-Stance. MG und der hat nicht losgelassen. Ich habe die ganze Zeit gedrückt. Ja. So. Scheiße, schon Da wieder, habt schon ihr. wieder einer. Wow, fuck. Nein! Nein, nein, Diese Drecksgranaten immer überall, ey. So schnell kannst du gar nicht ab aus dem fucking Loch. Also vorher bei der Mission lief es definitiv besser. Ey, da sind wir einmal gestorben. Ja. Ja, genau. So, jetzt aber nochmal, ja. So, jetzt Granate, ihr Wichser. Der weg, der weg. So, nächster, der weg. Wo ist der nächste? Hier weg. Na komm schon. Diesmal läuft es ein bisschen anders hier. Hier kommt jetzt gleich gar niemand mehr dazu, überhaupt eine Granate zu werfen. Wenn es so weitergeht. So, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen, den habe ich leider nicht erwischt. Bam. So, aber den. Und den noch. So. Du kriegst da auch noch so Punktmultiplikatoren. Also, du kriegst ja am Ende irgendwie so Punkte und so. Und je schneller hintereinander du Gegner killst, desto mehr Punkte kriegst du da. Ja. Desto mehr steigst du dann halt im Level auf, ne? Ja, ist ziemlich cool gemacht eigentlich. Es ist total spaßig. Vor allem, du spielst das halt so 50 Mal durch. Einfach, weil du dann irgendeine Herausforderung noch nicht geschafft hast. Kurz und schmerzlos. Wie Hab ich geil. gerade gehört. Ich freue mich schon auf die Mission, wo wir den Flammenwerfer kriegen. Das wird Oh spaßig. ja. Kannst du schön Ja. die Löcher ausräuchern. Das mag ich. Also mit dem Flammenwerfer zu kämpfen mag ich jetzt nicht so wirklich. Au. Scheiße, blendet dann offen.
Flammen mit Flammenwerfer kämpfen mag ich jetzt nicht so wirklich. Also insofern kannst du den gerne haben, weil ich glaube, den kriegt auch nur einer von uns. Aua. Okay, ich muss mich ein Stück zurückziehen. Ich habe voll die geile Position. Keiner schießt auf mich. Und ich, oh, scheiße, Granate. Ja, voll die geile Position, ne? Bam, Granate. Schon wieder eine. Ja, ja, ich weiß, die Position hatte ich auch am Anfang mal. Bis ich dann mit dem Seba die schwere Mission durchgespielt habe, die schwere Schwierigkeitsstufe gespielt habe, und das war dann deadly. Aua, ich habe den voll in den Schritt geschossen. Aha. Ja, also der hat eh keine Schmerzen mehr. Ja, jetzt sowieso nicht mehr, ne. So ein Stückchen, mit so einem Klümpchen Blei im Hirn ist nicht mehr so viel mit Schmerzempfinden. Kein also habe ich mehr dran, ja. Ja, das hat auf jeden Fall wehgetan. So, den habe ich und dich. Ach, verdammt. Na, komm raus. Komm, den Kopfschuss. Bam. Wow, sauber. Das habe ich jetzt gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Und da haben wir auch noch einen. Ja, jetzt kommt er wieder mit der Granate. So, kleine Bitch, dich habe ich auch erledigt. Achtung. Also in der höheren Schwierigkeitsstufe muss man definitiv viel mehr zusammenarbeiten und taktischer vorgehen, weil ansonsten kommt man hier nämlich echt nicht durch. Mhm. Ja, es ist ja generell so. Du hast einfach ein bisschen, ich habe mal Modern Warfare auf hart durchgespielt. Ja. Vier Schüsse reichen ja schon aus und bis weg. Ja. Ja, nur einmal kurz sprayen mit der MG und du bist durch. Ja. So, willst du den Truck anstechen? Ja. Mal gucken, der MP noch was an. Verpiss dich, das ist meiner. So, das geile Messer, ne? Zack. Mhm. Okay. Warum zum Henker kann ich... Ich dachte, die Arisaka hat... Ah, okay. So, geht doch. Bam. Pau aufs Maul hier. Ah, ich liebe diese Zweitweltkriegs-Shooter, die sind einfach so genial. Ja, ich habe mich irgendwann daran mal satt gespielt. Ja? Ja, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, ich brauchte echt eine Pause dann. Jetzt hab ich keine Emotionen. Willst du mit dem Roback gerade mitgehen? Ich muss den Typ nur abstechen. Yeah, abstechen! Und kratzt du mal. Achso, ist ja meine. Ich hab die ganze Messer drauf. Mann, Junge. Und ich denke mir so, man kratzt den nicht ab. So, du musst da runter. Ja, Moment. Kleine Dings da runter. Ja. Wow, Granate. Puh. Also da muss man teilweise schon echt übel schnell reagieren. Das Bein weggeschossen, ey. Also mit Kopfschüssen habe ich es nicht so, muss ich ehrlich sagen. Dafür das ein Kopfschuss. So, und jetzt? Weil ich einfach immer auf die größtmögliche Fläche ziele. Dann sind wir schon auf den Körper drauf. Da braucht es dann halt irgendwie mal so 50 Schüsse, bis ein Gegner tot ist, gefühlte. So. Bist du schon unten? Ja, die Tür war, das war total witzig gerade. Die Tür war geschlossen, ich konnte nichts machen. Mich einfach durch die Türen durchgelatscht. Und die Tür blieb aber auch die ganze Zeit geschlossen dabei. Ha. Ja. Komisch. Clipping Error. Ja. So, aber es kommt mal vor. Genau. Ist ein bisschen schade, aber naja. So, abhauen. Go, go, go. Mal ein paar Leute wegzusnipen, die uns dann vielleicht dann nachher nicht... Boah, fuck it. Es sind aber schon ein paar viele. Ja, ich glaube, da muss ich switchen. Die Garand. Hoppla, jetzt, mein Gott. Oh, das war ein Headshot. Das war ein Rückenschuss. Also an der Stelle hier kann man rumballern, bis die Muni weg ist. da kriegt man auch ein paar mehr Punkte, glaube ich. Bam, voll von hinten abgematscht, ey. Was für die Herausforderung nicht schlecht ist, aber nicht wirklich spielrelevant. Ja. Oh, ich liebe die Garand, die ist so geil. Das ist die geilste Knarre in dem Spiel, eindeutig. Ich hab stirb langsam. Private First Class. So, wenig Munition. Muss ich jetzt wieder die Arisaka nehmen. Ah, shit.
Na komm. Das war der erste draufgegangen. Was müssen wir eigentlich aktuell machen? Ich bin gerade ein bisschen. Wir müssen Richtung Strand uns zurückziehen. Okay. Bomben! Ach ja, genau. Blendgranate. Ist alles geskriptet. Bäm, Messer in die Fresse. Messer in die Fresse, ja. So, genau so sieht's aus. Und jetzt versuchen wir wieder irgendeinen abzuknallen und können uns aber leider nicht so weit bewegen. Verdammt. Da oben ist einer. Na komm her. Ha, du Fotze. Dich habe ich noch gekriegt. Juhu, einen habe ich. Ja, sehr schön. So, ich habe jetzt schon gleich keine Munition mehr. Witzig, ich kann keine Granaten werfen, aber ich kann trotzdem nachladen. Komisch. Ja, 3, 2, 1, meins, wa? Bam! Bam, bam, bam. Guck uns das mal an. Voll aufs Maul hier, ihr kleinen Affen. So. Ja, dann jetzt noch kurz die Auswertung. 11.300 Punkte. Ich glaube, für die Herausforderung braucht man 40.000. Also ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das hinkriegen soll. Ich habe 7.000. Nee, ich habe, wie viel jetzt? Missionspunkte insgesamt 10.640. Ah, da kommt ja noch der Schwierigkeitsbonus drauf. Genau, ich habe 47 Abschüsse. Wow, schon wesentlich besser als beim ersten Mal. Ja. Ist schon 9 Volltreffer, ich nur 10 auf 65 Abschüsse, also hast du wesentlich besseres Verhältnis. Insofern, sehr cool. Ja, war eine geile erste Runde. Genau. Ja, wir können nur besser werden, ja. Mhm. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon Corporal, Level 7, bam. So, und dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich mal wieder recht herzlich und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.